Dieser Mann will die Geschichte umschreiben. Ich habe die größte archäologische Entdeckung gemacht. Das hat ganz Bosnien verändert. Viele Menschen verehren Sam wie einen Popstar. Doch einige Forschende stößt er vor den Kopf. Wir würden natürlich gern seine Entdeckung machen. Kann Sam wirklich recht haben? Hat er eine Pyramide entdeckt, die älter ist als alle bisher bekannten? Vincent reist in die Stadt Visoko, eine Stunde von der bosnischen Hauptstadt Sarajevo entfernt. Da ist sie, die angebliche Sonnenpyramide. Also wenn ich ganz ehrlich bin, im ersten Moment wäre ich, glaube ich, einfach wirklich dran vorbeigefahren. Wenn man genau weiß, wonach man gucken muss, ja, dann ist die Form schon wirklich sehr nah dran an der einer Pyramide. Und man darf eines nicht vergessen. Es gibt auch außerhalb von Ägypten zahlreiche Pyramiden, beispielsweise von den Azteken oder Maya. Und einige sind auch mit Gras oder Erde überwachsen und sehen dann gar nicht mehr so anders aus als der Berg in Visoko. Von unten ist es allerdings fast unmöglich, irgendetwas wirklich zu erkennen. Wir starten also direkt neben der angeblichen Sonnenpyramide unsere Drohne. Von hier sieht man ja schon relativ genau, alles klar, so die Neigung, das könnte schon die Form einer Pyramide sein. Aber am besten sieht man es natürlich aus der Luft, deshalb gucken wir mal in die Drohne. Tatsächlich. Aus dem perfekten Winkel sieht man drei Kanten. Auf der Rückseite sieht es allerdings aus wie ein ganz normaler Berg. Richtig Klarheit bringt die Drohne also nicht. Man müsste eigentlich den ganzen Berg umgraben. Das hat der Entdecker an einer Seite auch getan und einen Meter unter der Erde angeblich Beweise gefunden, die die Pyramidentheorie untermauern soll. Jetzt kommen Touristen und Touristinnen aus aller Welt diese Ausgrabungsstätte besuchen. Guten Morgen, good morning. Guten Morgen, willkommen. Dankeschön. Ticket kostet 5 Mark. 5 Mark? 5 bosnische Mark, also 2,50 Euro. Auf Infotafeln entdeckt Vincent das angebliche Alter der Pyramide. Stolze 29.200 Jahre, fast 6-mal so alt wie die älteste bisher bekannte Pyramide. Und dann sieht Vincent die angeblichen Beweise. Es sieht auf jeden Fall aus wie riesige Betonblöcke. An der Ausgrabungsstätte erklärt ein Tourguide einer Touristengruppe, dass das künstlich erschaffene Blöcke seien. Kann man das glauben? Hast du kurz Zeit? Klar. Diese Zementblöcke, die hier überall rumliegen, die sollen der Beweis für die Pyramide sein. Reicht dir das? Ich weiß nicht, ob es mich überzeugt. Da steht zwar, es ist Zement, aber ich weiß nicht. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Vincent ist auch noch skeptisch. Er macht sich auf den Weg zur zweiten Pyramidenstätte. Hier will er den Entdecker der Pyramide treffen. Wir sehen Parkplatzbeschilderungen und Ausflugslokale, wie im Freizeitpark. Hier scheint man auf einen Touristenansturm vorbereitet. Also ich bin echt ein bisschen schockiert. Hier kommen Reisebusse hin. 1, 2, 3, 4. 4 große Reisebusse, 5 sogar, die hier die Leute ranbringen, um sich die Pyramiden anzugucken. Neben dem Parkplatz reiht sich ein Souvenirstand an den nächsten. Unter den Gästen sind auch viele spirituelle Reisende. Für sie gelten Pyramiden als Energiemaschinen. Daher gibt es hier auch Pyramiden gefüllt mit Kristallen, die eine heilsame Wirkung haben sollen. Und dann sieht Vincent den Entdecker der Pyramide. Ganze Touristenmassen scharen sich um Dr. Semir Osmanagic. Da er lange in den USA gelebt hat, nennt er sich Sam. Also es hat so ein bisschen was von, keine Ahnung, so einem Popstar. Das ist nicht nur ein Hype, habe ich so das Gefühl, so im ersten Moment nicht nur um diesen Ort, sondern irgendwie offensichtlich ja auch um ihn, also um ihn als Person. Semir Osmanagic ist in Bosnien geboren. Nach seinem Anthropologiestudium hat er 25 Jahre lang weltweit Pyramiden erforscht. 2005 kommt Sam zufällig zu Besuch nach Visoko. Sofort weiß er, der Berg da muss eine Pyramide sein. Die Form und Ausrichtung sind einfach zu perfekt. Sam beginnt mit den Ausgrabungen. Darauf folgen Pressetermine. Viele Experten und Expertinnen reisen der Sensationsnachricht hinterher nach Bosnien.
Ein paar Jahre später entdeckt Sam rund um Visoko 5 weitere angebliche Pyramiden. Du musst Sam sein. Es ist ziemlich leicht, dich zu finden. Ich muss nur gucken, wo die meisten Leute sind. Danke und willkommen. Was genau ist deine Rolle hier? Ich bin der Entdecker der bosnischen Pyramiden. Das ist eine Riesensache. Mittlerweile haben wir das Projekt ausgedehnt auf andere Aspekte wie Kultur, Sport, Bildung, Musik, Spaß, Harmonie mit der Natur und eine neue Art zu leben. Deswegen siehst du so viele Leute. Du willst also wissen, was ich hier mache? Ich schmeiß hier den Laden. Sam führt Vincent in sein Museum mit den Beweisen für seine Pyramidentheorie. 7 unabhängige Institute haben die Gesteinshärte und die Wasseraufnahmefähigkeit der Blöcke untersucht. Die Ergebnisse lassen für Sam keine Zweifel daran, dass die Zementblöcke künstlich hergestellt wurden. Und Sam ist überzeugt, dass er auch den entscheidenden Beweis für das hohe Alter der Pyramide gefunden hat. Wir haben Proben von organischem Material genommen. Das sind fossile Blätter, die haben wir zwischen 2 Schichten Betonblöcken gefunden. Wie in einem Sandwich. Wie sind die da hingekommen? Jemand hat den Beton gegossen, die erste Schicht, die zweite, die dritte, und der Wind blies diese Blätter darauf. Dann haben sie die finalen Blöcke draufgegossen. Und da diese Blätter organisches Material sind, kann man sie datieren. Wir haben dies in einem Radiocarbon-Labor machen lassen. Das Ergebnis, sie sind 29.200 plus minus 400 Jahre alt. Wenn das stimmt, wäre das eine Sensation. Warum? Kleine Geschichtsstunde. Die aktuelle Forschung besagt, dass die ersten Hochkulturen, die Sumerer, zwischen dem Mittelmeer und Persien lebten. Und das vor ca. 5500 Jahren. Ihre ältesten pyramidenähnlichen Bauten sind ca. 5000 Jahre alt. Fast zeitgleich hat sich am Nil die ägyptische Hochkultur gebildet. Die Ägypter gelten heute als die Pyramidenbauer schlechthin. Dort steht auch die Pyramide, die als älteste der Welt gilt, die Stufenpyramide von Khazara mit 5200 Jahren. Wenn das Gestein aus Bosnien also tatsächlich künstlich geschaffen und 29.000 Jahre alt sein soll, dann würde das alle bisher gültige Forschung auf den Kopf stellen. Aber so einfach ist das nicht mit dem Blatt zwischen den Steinen. Die wissenschaftliche Untersuchung ist nur der Beweis dafür, dass dieses Blatt 29.200 Jahre alt ist. Es könnte aber auch auf natürlichem Weg zwischen die Gesteinsschichten geraten sein. Das scheint Sam aber auch gar nicht mehr so wichtig, denn seine Entdeckung ist längst über den archäologischen Aspekt hinausgewachsen. Viel lieber redet er über die heilsame Wirkung der Pyramidenenergie. Wir haben herausgefunden, dass die Pyramide die Energie verstärkt. Woher wir das wissen? Wir haben es gemessen. Einmal am Fuß der Pyramide und an der Spitze. An der Spitze war das elektromagnetische Signal 50 mal so stark. Aber Vincent ist nicht für diese Energien hergekommen, sondern um herauszufinden, ob das echte Pyramiden sind. Er fährt nach Sarajevo. Er möchte die Meinung eines unabhängigen Archäologen hören. Als Sam 2005 den Fund gemacht hat, hat das bosnische Nationalmuseum einen Experten dorthin geschickt. Guten Morgen, ich bin Vincent. Mirsad, schön dich kennenzulernen. Mirsad Jadic ist heute der Direktor des Museums in Sarajevo. Gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen schaute er sich damals Sams Fundort genau an. Wirklich alle, egal aus welchem Forschungsgebiet, kamen zum selben Ergebnis. Nämlich, dass es eine komplett natürliche Formation ist, die überhaupt gar nichts mit Archäologie zu tun hat. Die Blätter sind für die Forschenden also kein Beweis. Sie tun sich schwer mit Sams Theorie. Wenn wir hier die größte Pyramide der Welt hätten, dann sollte man sich ein paar Dinge dazu fragen. Wer hat die gebaut und wie? Es muss ja eine große Zivilisation gewesen sein. Ein Volk, das hier irgendwo gelebt haben muss. Sie mussten ihre Toten irgendwo begraben. Sie nutzten Werkzeuge, sie verwendeten Gefäße, um zu essen.
Und normalerweise verbleiben davon Überbleibsel als Spuren im Boden. Wir haben aber dafür keinerlei Beweise gefunden. Erst recht keine, die auch noch auf ein Volk hindeuten sollten, das wir gar nicht kennen. Sam erklärt sich das unbekannte Volk ganz einfach. Ich glaube, auf diesem Planeten existieren Zivilisationen mit unterschiedlichem Entwicklungsstand. Das war vor 30.000 Jahren so und ist auch heute noch so. Das Wort Außerirdische meidet Sam zwar, aber die Zivilisation muss laut ihm nicht zwangsläufig aus Menschen bestanden haben. Eine seltsame Erklärung. Aber wie kommt der Berg dann zur Pyramidenform? Ein internationales Geologenteam ist zum Ergebnis gekommen, dass das natürlich entstanden ist. Vor 23 Millionen Jahren ist die Gegend von Visoko ein riesiger See und die Erdplattenverschiebung ist in vollem Gange. Die Erde faltet sich auf. Am Seegrund lagert sich über viele Millionen Jahre Material ab. Es bilden sich sehr regelmäßige Schichten. Schließlich wird auch der Seegrund durch den Druck der Erdplatten aufgefaltet. Der See trocknet aus. Die Erosion trägt nun exakt entlang der Schichtgrenze Gestein ab. Dadurch entsteht auf der einen Seite die perfekte Pyramidenform. Auf der anderen Seite zerbricht der Berg und die Form ist nicht so perfekt. Durch den hohen Druck bilden sich in der Gesteinsschicht Risse. So entstehen die Steinblöcke, die wie künstlich hergestellt aussehen. Solche Phänomene gibt es überall in der Natur. Immer wieder entstehen durch Druck, Erosion und eine Prise Zufall scheinbar künstliche Gebilde. Sams Theorie ist also von den allermeisten Forschenden widerlegt. Trotzdem verehren viele Menschen ihn und Lokalpolitiker unterstützen seine Arbeit. Aus einem wichtigen Grund. Warum machen die das? Weil so Menschen zu Besuch kommen? Also Tourismus? Ich vermute, es ist eine Abkürzung. Also anstatt anständige Arbeit in eine echte Attraktion zu stecken, die Zeit braucht, wollen sie lieber ganz schnell etwas Bombastisches, etwas Attraktives. Das bringt eine Menge Touristen, eine Menge Geld. Und sie erhoffen sich Ruhm oder was auch immer. Also alles wegen des Geldes? Weil die Forschenden fürchten, dass Sams Ausgrabungen die römischen Ruinen auf dem Gipfel zerstören könnten, haben die Behörden den Berg zur Schutzzone erklärt. Sam kann also nicht weiter Bausteine freilegen. Daher konzentriert er sich jetzt auf etwas anderes. Ein unterirdisches Tunnelsystem, das sie gefunden haben. Die Tunnel gehören angeblich zu einem ganzen Labyrinth, das die 6 Pyramiden miteinander verbinden soll. Das Präparieren der Tunnel, die Tourguides, alles finanziert sich durch Spenden und durch Sam selbst. Denn er hat mit einer Metallfabrik in den USA gutes Geld verdient. Das investiert er nun. Und auch die Touristen bringen Geld. Der Tunneleintritt kostet nochmal umgerechnet 10 Euro. An den Tunneln waren 2 Zivilisationen beteiligt. Die erste, die das Tunnelsystem vor 30.000 Jahren gebaut hat, und die zweite, die Tunnel vor 5.000 Jahren verschlossen hat. Sie haben alles mit einem Füllmaterial wieder aufgefüllt. Und das will ich dir zeigen. Okay, perfect. Yeah, I'm looking for it. Die Tunnel haben Sam und sein Team also erst wieder freigeschaufelt und dann die Holzkonstruktion als Sicherheit eingebaut. Sams Beweis dafür, dass es die Tunnel früher bereits mal gab, ist die unterschiedliche Gesteinsstruktur von ehemaliger Tunnelwand und Füllmaterial. Warum haben sie das wieder aufgefüllt, also wenn die Tunnel doch schon da waren? Wir konnten feststellen, dass die Tunnel komplett wieder aufgefüllt sind. Sie wollten sichergehen, dass in Zukunft niemand zur Pyramide gelangt. Warum? Das ist eine andere Frage. Auch für die Tunnel gibt es keine wissenschaftlich anerkannten Beweise. Vielleicht sind es alte Bergwerks- oder Militärtunnel. Sams Theorien scheinen immer abwegiger. Vincent konfrontiert ihn mit seinen Zweifeln. Es gibt einige Forschende, die sagen, dass deine Theorie völlig falsch ist. Wer? Was sagen die? Die sagen, es gibt keinen Beweis. Wenn die für einen Tag herkommen und sagen, da ist nichts, dann ist das für mich irrelevant. Das beeinflusst meine Arbeit nicht, denn wir wissen schließlich, was wir hier vor uns haben. Hoppala. Was soll ich sagen? Also,
Ich habe das Gefühl, Sam glaubt so sehr an seine Geschichte, dass er 100% davon überzeugt ist. Bei mir fehlen bestimmt noch 98%. Aber vielen Menschen geht es da anders als Vincent. Sie kommen hierher, weil sie hoffen, von Krankheiten geheilt zu werden und zu meditieren. Und auch die Einheimischen profitieren. Visoko war vor der großen Entdeckung ein verschlafener Ort. Seit dem Bosnienkrieg in den 90er Jahren gab es hier wenig Jobs. Die Pyramidenentdeckung hat es zum Esoterik-Mekka gemacht. Jetzt kommen jeden Tag mehrere tausend Besucher und Besucherinnen. Viele Einheimische leben mittlerweile vom Hype um die angeblichen Pyramiden. Das hat ganz Bosnien verändert. Früher haben alle Menschen, wenn sie an Bosnien gedacht haben, nur an den Krieg gedacht. Und jetzt haben wir ein Licht am Ende des Tunnels. Wir haben Pyramiden. Für Sam und seine Fans wird dieser Berg immer eine Pyramide sein. Egal, was die Wissenschaft sagt. Denn diese Entdeckung hat ihnen den Glauben an ihr Land zurückgegeben. Und Glaube versetzt bekanntlich Berge.